Servus und willkommen bei Waldwissen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht's um Windwurf. Es ist ein Problem, Windwurf aufzuarbeiten, vor allem weil es sehr gefährlich ist. Ich habe diesen Baum schon abgeschnitten und das vorige Woche. Dann übers Wochenende hat es geschneit ein wenig. Und eines auf das, was ich mein Augenmerk lege, punkto Windwurf oder jeder, der Windwurf aufarbeitet, sein Augenmerk legen sollte, ist, wenn dieser Baum jetzt runtergekommen wäre, ist es eine Gefahr für Leib und Leben. Ich sag's so, wie es ist. Im Laufe des Videos werden wir noch ein paar andere Stellen sehen, wo ich unter anderem auch Angst gehabt habe, und das ist da unten. Ich vergrößere es mal, vielleicht sieht man es ein bisschen, nämlich dieser Wurzelstock, der war sehr gefährlich. Weil vor allem da weiter unten sind auch noch ein paar und dieser eine war oben drauf. Natürlich ist jetzt schon weg das Ganze, und im Großen und Ganzen ist es sehr gefährlich, weil dieser kann in die Höhe schnellen und ja euch auf den Kopf fallen, und wenn so einer auf den Kopf kommt, vor allem ohne Helm, schaut es recht böse aus. Deswegen Windwurf aufarbeiten ist eine gefährliche Sache. In der Regel gilt Folgendes sogar: Wenn man einen Windwurf sieht, nicht gleich sofort aufarbeiten, sondern einmal ein bisschen warten. Weil wenn das Holz liegt, es entspannt sich mit der Zeit und die Gefahr, dass etwas passiert, wird geringer. Da drüben, da schauen wir auch gleich hin, nachdem ich diesen aufgearbeitet habe, weil ich sollte was tun auch, nicht nur Videos machen. Und da erzähle ich dann noch ein paar Dinge. Ja, wie gesagt, dieser hätte auch runterrutschen können. Und wenn man jetzt darunter steht und der runterkommt, kann einem ein Ast erwischen. Das möchte ich nur gesagt haben, und es ist, wie gesagt, eine gefährliche Angelegenheit. Punkto Abschneiden muss man immer schauen, wie der Baum liegt. Mit ein bisschen Erfahrung geht das natürlich einfacher und man weiß, wie sich der Baum verhält. Aber wie soll ich sagen? Jemand, der was nicht so viel damit zu tun hat, tut sich sehr schwer, beziehungsweise ist die Gefahr auch da, dass er sich verletzt, beziehungsweise die Motorsäge stecken bleibt oder dergleichen. Gut. Also, ich mache das so, ich steche, ein bisschen sieht man es hier auch. Ja, so viel zu diesem Thema. Man sieht, man sollte hier auch aufpassen. Aber zuerst, ich zeige es anhand des Schnittbildes. Hier sieht man es schön. Ich habe zuerst unten hineingestochen, habe so runtergeschnitten, und dann merkt man oder sieht man, wie man am besten schneidet. Der hat sich jetzt aufgestellt und ich habe quasi so von oben runter geschnitten. So. Das heißt, von der Zugseite zur Druckseite schneiden. Das ist so auch zu beurteilen, beziehungsweise jeder Baum ist dahingehend, wie soll ich sagen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, einzeln zu bewerten. So. Gut, passt. Ich mache den mal fertig
und beziehungsweise arbeite ihn einmal von unten nach oben. Und natürlich beim Aufarbeiten muss man vor allem im Steingelände muss man auch aufpassen, sollte dieser runterrutschen, sollte man schnell weglaufen oder auf die Seite springen, irgendetwas. Hauptsache nicht stehen bleiben. So, gut. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, aufgearbeitet. Und es ist was passiert. Es ist nicht schlimm. Das eine 4 Meter Stück ist runtergerutscht. Das erste Stück ist auch runtergerutscht, wie ich es abgeschnitten habe, weil ich habe es auf 12 Meter abgeschnitten, damit ich das Ganze besser rauf bekomme. Und es ist zwar nicht weit, dank dem Stock runtergerutscht, aber doch. Das 4 Meter Stück ist dann weiter runtergerutscht. Es ist, wie gesagt, darauf immer aufzupassen. Gut, und das war's momentan. Ich mache dann weiter und wir sehen uns, beziehungsweise sowieso gleich durch das Video, sehen uns, wenn ich da unten bin. So, dann kommt nämlich das nächste. Das heißt, bis gleich. So, jetzt bin ich beim nächsten. Wie ihr seht, habe ich schon abgeschnitten und einmal die drei großen Stämme zusammengehängt, beziehungsweise auf jeden Stamm eine und abgelenkt auch schon. Die ziehe ich jetzt auf einmal rauf. Zu bedenken ist mit dem Arbeiten bei der Seilwinde nie unterhalb eines Baumes stehen. Das heißt unterhalb, bergab, unterhalb meine ich natürlich. Weil sonst, wenn der dann ins Rollen kommt, diesen Fehler macht ihr dann nur einmal. Außer ihr steht hinter einem Baum, aber das ist wieder etwas anderes. Als Schutz natürlich. Ja, und wie man da vorne sieht, dieser Wurzelstock, sieht man vielleicht ein bisschen besser. Mal zoomen. Dieser Wurzelstock geht, wie soll ich sagen, geht komplett schräg runter. Und die Gefahr bei sowas ist natürlich, wenn man zu dicht abschneidet, dass er dann einen Purzelbaum schlägt und euch darunter begrabt. Nur als Info. Und hier habe ich natürlich das gleiche gemacht, weil die Gefahr besteht immer. Als Faustregel gilt, wenn der Baum nach unten umgefallen ist, Minimum die Höhe vom Wurzelstock vom unteren Ende vom Stamm, sozusagen vom unteren Ende des Stamms, weggehen, damit er sich nicht überdrehen kann. Es sind nur als Sicherheit. Oder ihr spannt über dem Wurzelstock ein Seil und verhindert dadurch, dass er auf euch drauf fällt. Wie gesagt, ich sag so, wie es ist. Gut, was gibt es dann noch? Und ja, ich zieh die mal rauf, hol den Rest hier dann auch noch. Und dann fahre ich zum nächsten Eck und dort kann ich euch auch wieder was zeigen. Aber ich schätze mal, dieses Video kommt dann nächstes Monat. Ich habe euch am Anfang des Jahres gesagt, einmal im Monat kommt ein Video und ich will das auch so beibehalten. Außer es, wie soll ich sagen, es passiert was, dass da man sagen kann, man muss das oder sollte das sofort bringen. Aber das werde ich dann nächstes Monat sehen. Einmal schauen, was sich bis dahin ergibt. Wenn nicht, kommt das zweite Video währenddessen.
Also, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hilft euch auch. Ja, wie soll ich sagen? Es hilft euch, dass ihr euch im Wald, wenn ihr solche Arbeiten habt, dass ihr euch nichts passiert. Ich mache jetzt fröhlich weiter. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao, ciao.